Hallo, hier ist Frances Herdes und herzlich willkommen zum 19. Teil der 4 Monate, die dein Leben verändern. Wie sind bisher deine Erfahrungen mit diesen 4 Monaten? Ich habe dir ja schon einige Anwendungen gegeben. Du findest auch auf meinem Blog lebeduften.de findest du die Videos dazu und auch auf meinem YouTube-Kanal. Wie sind deine Erfahrungen bisher? Schreib das gerne in die Kommentare unter diesem Video, da freue ich mich schon. Und heute geht es weiter mit dieser Reihe, und zwar, wie kannst du von innen heraus deine Haut so richtig zum Strahlen bringen. Wir sind gerade im 2. Monat, es geht um die innere Reinigung, und ich habe dir so eine Übersicht zur Darmreinigung, habe ich dir auf lebeduften.de/darmreinigung hinterlegt. Einfach mal, dass du es so in der Übersicht hast. Denn ich habe gestern ein Webinar zur gesunden Hautpflege gegeben. Und da habe ich ganz viele Rezepte gegeben. Vielleicht so kennst du einige Rezepte auch aus der Sauna, solche schönen Peelings zur Reinigung der Haut, Rezepte für trockene Haut, Rezepte für fettige Haut, für reife Haut. All das, was du mit ätherischen Ölen auf der Haut machen kannst. Und dieses Webinar, das ist in meinem Mitgliederbereich Lebe duftend. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne eine E-Mail an herdes@oetq.net, denn das ist ein ganz, ganz spezielles Webinar. Ja, und zur gesunden Hautpflege gehört natürlich auch, dass du dich genug bewegst, dass du ausreichend schläfst, dass du ausreichend Wasser trinkst und Nährstoffe hast, denn all das zeigt sich in unserer Haut. Und ein riesen wichtiges Thema, was die gesunde Haut angeht, das ist die innere Reinigung. Denn die Haut, die spiegelt immer den Zustand deines Körpers wieder. Wie gut hast du geschlafen, wie gut hast du gegessen, wie gut kümmerst du dich um dich selber und vor allen Dingen, wie vergiftet bist du innen drin. Wenn du zum Beispiel, wenn ich auf Reisen unterwegs bin und dann esse ich vielleicht mal nicht ganz so gesund, wenn es nichts anderes gibt, dann merke ich das sofort, wenn hier so kleine Pickelchen kommen, wenn die Haut sich wieder reinigt. Und das ist ganz spannend, der gesunde Körper, der reinigt sich nämlich zuerst über den Darm, über die Lungen, über die Nieren. Und wenn die Reinigung da gut vonstatten geht, dann ist auch unsere Haut am Strahlen. In den meisten Fällen beim gesunden Menschen. Wenn allerdings der Körper noch mehr reinigen will oder noch mehr reinigen muss, dann ist die zweite Station, dass er sich über die Haut reinigt. Das heißt, wann immer du merkst, du reagierst irgendwie auf der Haut oder du hast so kleine Pickelchen, dann wende auch mal den Blick nach innen, guck dir mal die innere Reinigung an, mach vor allen Dingen mal eine innere Reinigung und dafür habe ich eine gute Übersicht für dich auf lebeduften.de/darmreinigung. Natürlich, wenn du irgendwas mit der Haut hast, wie bei allen Anwendungen, check das am besten mit einem Arzt ab, wenn es was Großflächiges ist oder etwas, was schon länger da ist oder etwas, was akut auftritt. Das solltest du immer abchecken lassen. Aber wenn du es abgecheckt hast und wenn du weißt, okay, das kommt vielleicht von meinem Lebensstil, von dem, was ich gegessen habe, dann schau mal in deinen Bauchraum, nach innen hinein, mach mal so eine innere Reinigung. Denn dann wirst du wahrscheinlich staunen, auch mit der Zellreinigung, die ich dir in den letzten Videos gezeigt habe, dann wirst du wahrscheinlich staunen, wie sehr auch deine Haut wieder ins Strahlen kommen kann, wenn der Körper sich richtig gut reinigen kann. Und ich zeige dir in diesem Video noch eine duftende Anwendung, die dich gerade beim Fasten und in der inneren Reinigung unterstützen kann. Und das ist die ätherische Ölmischung Juvaflex. Da ist sehr viel Kamille, Helichrysum und verschiedene ätherische Öle drin. Die kannst du dir auf den Bauch auftragen und unterhalb der rechten Brust. Denn wenn du reinigst, kannst du damit einfach dein gesundes Bauchgefühl unterstützen. Das ist eine sehr sanfte Mischung, eine sehr wohlduftende Mischung und eignet sich auch wunderbar dafür, wenn du bei der inneren Reinigung merkst, dass du auch emotional reinigst. Denn, na klar, in jedem Organ, jedes Organ hat natürlich eine bestimmte Frequenz und jede Emotion, jeder Gedanke hat eine Frequenz. Das heißt, oftmals sind diese drei miteinander verbunden. Und wenn du den Darm oder die Leber reinigst, kann es auch gut sein, dass du dein Zellbewusstsein und deine Emotionen reinigst. Und deshalb ist diese Mischung Juvaflex, verwende ich super gern in der Reinigung, um auch emotional loszulassen. Denn
Es gibt ja das Sprichwort, wenn dir eine Laus über die Leber läuft oder auch wenn du so richtig sauer bist. Und das hat oft auch damit zu tun, wenn du innerlich reinigst, dann ja, lässt der Körper einiges los. Und wenn du dann merkst, du wirst zornig oder unruhig oder ja, es kommen so alte Themen nochmal auf, dann kannst du über den Duftsinn sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel loslassen. Und da hilft mir diese Mischung immer dabei. Deshalb kleiner duftender Tipp heute für dich. Und du kannst gerne mit dabei sein, wenn ich auf den nächsten Reisen bin, wenn die nächsten Situationen im täglichen Leben aufkommen. Denn ich schreibe dir das gerne per E-Mail. Wenn du dich auf lebeduften.de direkt auf der Startseite einträgst, dann kannst du immer mit dabei sein. Dann erfährst du die ganzen Beispiele aus dem täglichen Leben, wie ich die ätherischen Öle anwende, wie ich bestimmte Situationen löse. Und das gibt dir wahrscheinlich auch gute Ideen, wie du selbst Emotionen loslassen kannst, reinigen kannst und einfach im täglichen Leben so richtig ausgeglichen, glücklich, zufrieden sein kannst. Also bist herzlich eingeladen auf lebeduften.de. Sei dabei, wenn ich wieder auf Reisen gehe oder wenn ich dir von den neuesten Webinaren berichte. Ja, viel Freude mit der Anwendung, viel Freude mit der Darmreinigung. Wie gesagt, lebeduften.de/darmreinigung. Und wenn du Fragen hast, wie immer, melde dich bei mir. Meine E-Mail ist herdes@oetq.net. Ja, ich freue mich schon von dir zu hören und viel Spaß beim Anwenden.